ich meine. Ja, ja. Ah, oh, der Hucke, gell? Weißt du, es kommt. Wir einigen uns, dass wir beide einfach die Hinteren sitzen. Dann nach hinten lehnen. Nein. Ja. Ich kann so besser spielen als so. Das geht schon. Schau, jetzt nehmen wir das Mikrofon noch ein bisschen näher. Nein, ich spiele so. Du kannst, wenn du nicht spielst, kannst du chillen und umgekehrt. Es geht ums Mikrofon. Schiss das Mikrofon. Du musst einfach die Leute schwätzen. Willkommen zurück zu unserem Let's Play. Ah, nicht. Ja, so ist es schon einfacher. Oh. Bist du verwirrt? So. Geh da zuerst mal rauf. Also, es könnte auch noch dran sein, aber ich weiß es nicht. Nein. Ja! Ist sicher da eine. Ja, da eine, ja, aber ich weiß nicht, ob es oben oder unten ist. Ja, gehst du mal gerade raus. So, wir dürfen mal schauen. Okay, schau jetzt, so wie du eingestellt hast, ist es schon angenehm. Da kannst du aber drücken, nur mit dem Gelenk vom Daumen gumpen. Ja, darum habe ich es so gemacht, ja. Weil dich... Ah, schau. Das ist kommt. Hi, Nox. So. Da sortiert. Aber das sowieso? So ist es scheiße. Nein, so ist es gerade richtig. Nein, so ist es nach. Ja, so macht es nach Gruppe sortiert. Das ja, eben, das habe ich ja gemacht. Das habe ich immer so gehabt. Ich weiß nicht, auf was das sie. Was willst du sortiert? Jasmin, Mann. Hey, hallo, immer die Ansprüche. Schau, das Outfit finde ich cool so. Hast du das auch? Nein, habe ich nicht, weil ich das Amiibo nicht habe. So cool, hast du das auch? Ja, hast du ja. Das? Nein. Du musst aber den Rest noch abrüsten. Also das Schild und den Bogen. Wieso? Ja, weil das nicht zum Outfit gehört. Ich habe kein spezifisches Outfit, aber ich würde das gar nicht brauchen, weil ich lieber das nehme. Mit dem Master Sword. Hey. Lass mal schnell das Fenster zu machen. Ja, wir wohnen an der Hauptstraße. Sonst gib mir schnell den Kontakt. Zutaten! Ah! Das ist der falsche Knopf. Jawohl! Sehr gut. Jetzt ist gut. Wie auch immer. Gut, go! Also komm jetzt. Separat Problem. Ah, ich bin am Aufklettern schleichend. Schwing. Du musst auf seine Hand hocken. Kannst du nicht aufklettern? Das ist der dreckigste Move aller Zeiten, so etwas. Oh. Ich muss das andere Bein angreifen, das ist geschützt. Es ist gerade eingefreezed. Ja, alles halb so wild. Noch ein Moment, Bro. Skill. Ja, mega Skill, hallo, Mann. Mach mal. Was meinst du eigentlich, hey? Du bist noch einsammeln, ey.
so. Röstbarsch. Okay, und ich habe gemeint, jetzt passiert etwas, wenn wir das gemacht haben. Nein, wieso hast du das Gefühl gehabt? Ja, ich habe gemeint, dass... Nein. Durch die Wasserfälle Lichtringe jagen. Das ist auch da. Nein. Ah, wir sind schon sehr viel zu weit weg. Oh. Nein, du musst nicht tauchen. Ja, dann gehen wir in die andere Richtung. Wir sind so schlecht. Also ja, noch einer von uns. Aber muss ich Trash talken? Ja, kannst du auch liebe Sachen sagen? Oh, Joya hostet mit 11 Vögel! Joya, du Geile! Danke viel mal für den Host! Du bist der Hammer! Ja, voll. Merci viel mal. Gerade mit 11 Vögel, hey! Der Hammer! Super! Was heisst das? 11 Leute schauen über sie zu, oder was? In dem Fall ja, wenn sie ja bleiben. Cool. Also sollte das irgendwo da sein. Vielleicht haben wir doch da den falschen Ort im Fall. Ja, vielleicht. Also gehen wir runter. Also da ganz runter. Und jetzt in die andere Richtung schauen. Welche Richtung? Nach rechts. Welches rechts? Da geradeaus. Das richtige rechts? Ja. Nein, ich glaube, wir sind da nicht richtig. Ja. Du musst sagen, rechts ist nicht richtig. Das ist nicht rechts. Ja, geht gut. Joya, merci vielmals für den Host, gell? Oh. Oh. Scheiße, ich weiß nicht, wo das Kabel ist im Fall. Wir haben nachher Joy-Cons benutzen. Oh, ich hasse Joy-Cons. Schau, siehst du, jetzt sind sie gerade übergekommen. Hallo, herzlich willkommen. All die, die von der Joya übergekommen sind. Jawohl. Danke fürs Zuschauen, ihr sind die Besten. Erklären, was wir gerade machen sind. Sehr gerne, Raffi. Es ist so geil. Ja, wir sind die Nerdybirds vom Geekstübli. Der Raffi, ich bin der Chris. Wir spielen jetzt das neue DLC von Breath of the Wild, das gestern Morgen am 6 Uhr rausgekommen ist. Und wie es rausgekommen ist. Ja, und wir sind... Wollen wir zuerst das probieren vielleicht? Ja, voll, ja, voll. Und wir sind riesige Zelda-Fans. Ja, nicht nur ein bisschen. Ja, und da haben wir gedacht, dass wir das gerade anschauen. Sie hat dir ein paar Kabel eingepackt. Oh. Holz. Dann kann ich es da anstecken. Ich kann nicht aufstehen, du bist im Weg. Geh du, ich tue da. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist in meiner Tasche, du musst nur oben rein schauen, dann siehst du es. Okay. Danke, Schatz. Das ist die Falschtasche. Was? Ja. Wieso hast du ein Ziegepäckchen bei dir? Sicher nicht! So. Dann hast du reingeschmissen dort. Oh, wow, ist das ein... Oh, wow! Ja. Hey, I have it all. Oh, wie geht's dir, Joya? Willst du selber eigentlich auch Zelda? Dankeschön. Bitteschön. Oh, wow, Digga, doch nicht, wenn die Leute zuschauen. Entschuldigung. Und lad dich. Sollte eigentlich, oder? Ja. Wir sind jetzt, Jo. Ja, schau, es ist aber voll. Das ist... Ja, Charge. Ist alles gut. Ups. Silence gespielt. Jetzt bist du fertig in dem Fall. Silence? Ja. Was ist Silence? Das sagt mir etwas. Erklär mal, was Silence ist. Oh, für dich ist Silence, ruhig, stimmt. Sie hat gespielt, wer länger kann ruhig bleiben. Ja, das habe ich als Kind auch immer spielen müssen. Ja, wir sind aber so drauf hineingeht und ich habe immer verloren. Schwer vorzustellen, aber ich kann nicht leise sein und ruhig an. Was? Ah, gehst du nachher weiter? Machst du gerade eine Pause in dem Fall? Ah, es ist so ein schönes Spiel. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind da falsch. Sind wir da auch falsch? Dann geh nochmal schnell zurück schauen. Oh, oh. Das ist nicht, was ich erwähne. Nein, definitiv nicht. Ah, es ist so cool. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ah, okay. Ja, das ist wirklich... Das Spiel ist generell sehr... interaktiv.
Ach so, ich habe gemeint, dass du sie, ob du jetzt fertig mit dem Stream bist, so. Aha. Das ist so eine interaktive Story mit ein paar Rätseln. Warte, ich schaue es mal schnell nach, was das genau ist. Hey, Raffi. Was? Rivali, Sturm ist bereit! Ja! Yeah! Was? Ist das Lager? Ah! Bitte, gell? Okay, cool, danke. Tschüssi! Ja, ja, schon klar. Ja, ja. Ja, wir haben das jetzt verstanden. Silence, the whispered world. Ja, das hat mir auch mal gut. Hast du das Kabel stecken, das kannst du nicht näher bringen? Nein, nein, nein. Okay. Jetzt ziehen wir das mal rein, es sieht einmal spannend aus. Für die, die sich jetzt fragen, ja, ich habe keine Ahnung, wo ich durchlaufe. Das ist nur auf Xbox One, Linux und Mac OS. In dem Fall kann ich es nicht anschauen. Ja, darum habe ich nie etwas davon gehört bis jetzt. Ja. Aber es sieht mega fett aus. Du musst deine Rüstungen upgraden, Dude. Ja, ja. Okay. Wir sind da an der Das Spitze. Sieht mega hübsch aus, ey. Ah, auf Steam kann man es haben. Cool. Ey, wenn wir schon gerade da sind. Nein. Das sieht so ein bisschen Fantasy-mäßig aus. Das hätte dir noch gefallen. Schau mal. Tu dich her. Wow. Okay, unbedingt reinziehen. Sieht ganz spannend aus. Vielleicht können wir ja als Let's Play schauen. Messi für den Tipp. Okay. Oh, da hat es nochmal einen. Ja, aber wir sind nicht auf Kopfsuche. Ich kann eigentlich wollen. Ich kann eigentlich wollen, dass ein Aussichtspunkt brauchen. Nein, geh nochmal zurück zu dem Ding, wo vergangen ist, zum Nachschauen. Hast du den Trailer gesehen vom neuen Zelda DLC? Also schau, es ist da. Ziemlich sicher. Jawohl. Es klingt wirklich sehr hübsch und spannend und ein bisschen alternativ. Kaffee. Ah, das du schaust uns. Ah, wow. In dem Fall nicht so der Zelda-Fan. Aber wir machen das für dich da. Wir sind absolute Zelda-Freaks. Wir haben so ziemlich jedes Zelda gespielt, was es gibt. Ja. Ja. Mindestens mal gespielt. Außer die Four Swords und Four Swords Adventures für den Gamecube habe ich gespielt. Nein, ich habe nicht. Es ist cool. Es ist wirklich cool. Es ist halt levelbasiert. Okay. Das ist nicht Story und nicht Open World. Oh, los Action, Bro. Aber es ist wirklich geil. Danke vielmals. Was? Wir geben uns Mühe. Gaben sich Mühe. Ja. Eben, wahrscheinlich meint es Huren lieb, dass wir es für sie spielen. So. Wie sie es nicht schaut und nicht spielt. Eben, Joja, wenn es dich wirklich wundernimmt, dann schau am besten unser Let's Play. Weil, aber wir spielen dort Huren schlecht. Es geht. Ja, es ist auch viel schwieriger. Aber dort gehst du wirklich der Hauptstory nach, weil das ist halt wirklich Zusatz. Oder? Ja, ja. Also, das ist Endgame-Material. Aber wenn es dich einfach wegen dem Let's Play oder beziehungsweise wegen dem Gameplay oder wegen uns interessiert, so darfst du natürlich gerne weiter schauen. Ich weiß, unvorstellbar. Let's go! Ah, die Shrines, die sind so cool. Das Ding ist eben, mit dem DLC haben wir viele neue so Rätsel bekommen. Weil wir haben natürlich alles schon durchgesuchtet, wie die holen. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen neue Stuff über und man. Ah, Videos magst du nicht schauen. Die sind nur 15 Minuten pro Stück. Also, weißt du, wenn du mal so ein Minütchen hast oder so. Oder geht es darum, dass du nicht interagieren kannst direkt mit uns? Okay. Was, ich wollte es irgendwas erzählen. Weiss doch nicht, ich lasse doch nicht zu machen. Da kannst du aufklettern. Das habe ich und überfliegen! Flüge über! Was machst du? Schaust dich an und findest dich schön? Wie ja. Immer. Wie so oft. Wie so oft.
Ups. Ja, nimm dir auf den Griff und zeig's Puppe. Das Zelda ist auch wirklich so ganz anders als die alten Zeldas. Das ist keine Zeit, ist das alles? Ah. Die kannst du sicher rauf und dann. Ja, 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 ja. Schau jetzt. Schwitz, Mellis, Bad. Merci für den Follow. Du bist ein Bird. Willkommen im Horst. In der Familie. Im Familienhorst. Im Familienhorst. Horstfamilie. Ich kann mit Let's Play Videos nicht anfangen. Ja, aber das ist ja das, was wir da machen. Nein, wir tun nicht streamen. Ja. Und du, das ist ganz okay, wie gesagt. Ja, ja. Ja, ja, das ist schon gut, das ist ganz in Ordnung, das ist kein Problem. Was machst du eigentlich genau, Kollege? Schau doch mal zuerst mal schnell bitte, ob du die nicht mit dem Metallischen kannst einfach mal ein bisschen aufdingseln. Zum Beispiel. Ja, und dann? Und dann kannst du ein Querdings reinstellen, zum Beispiel. Schau mal, wie weit das raufgeht. Ja. So. Und dann lass mal los. Und dann geht's wieder runter. Wie wär's mit der Zeit anhalten gleichzeitig, wenn es runtergeht, aufklettern, tak, 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 tak. Okay, was? Ja. Du musst auch geschwind sein. Eins über? Nein. Oh, oh, jetzt kommt. Ah, doch nicht, aber ich muss nissen. Scheiße! Okay, anders. Chris, wieso? Wieso nicht? So. Okay, anders, jetzt weiß ich. Alter, stand ich voll nicht. Jasmin. Eben, genau, ich kann gar nicht sagen, sag mal etwas, Jasmin. Schau, geht's noch komplizierter? Ja, wieso? Das ist ja recht so. Nein, nein, schau jetzt, jetzt weiß ich was. Ja. Jetzt kommst du dafür nicht mehr rauf. Ich sicher, ich kann an dem raufklettern da. Ja, dann drücken wir. Also los! Wir haben etwas gesehen, Chris. Naja. Lass mich bitte an deinem Gedankengang teilhaben. Also, ich versuche herauszufinden, wenn ich den kann höher kriegen kann. Das Problem ist, ich kann ihn nicht. Nein, nein, don't laut denken! Eben mit rauf und dann Zeit anhalten. Ich kann doch nicht. Während dem Rabe geht. Nein, noch einfacher, noch was, einfacher. Was? Jetzt machst du hier, machst einen Klotz an. Ja, das habe ich dann probiert. Und dann tust du draufsteigen, also tust ihn anhalten, gibst ihm ein paar Betzes. Du gehst drauf und spickst drauf und kommst runter. Simply. Was? Also, wenn die Zeit anhaltest, gibst du mit dem Schwert ein paar Klöpfe, dass es ihn raufjagt. Du bist, bevor es ihn raufjagt, kletterst du drauf und du fliegst mit dem Teil gegen rauf. Das ist wie wenn du den Baumtorpedo machst. Logisch, oder? Das ist logisch, ja. Der mag einfach nicht allein denken. Du musst einfach aufhören, ne? Es ist einfach wieder, es ist wieder genug heute. Ja, aber genug heute, heute! So, und jetzt? Genau! So, und rauf! Ja. Alter, was machst du? Gut. So, also, Eppe, Katja. Ah nein, das ist das Ziel! Ja, komm, es ist eh nur irgendeine blöde Waffe. Ich habe gemeint, das andere ist der Hauptweg und das ist nur der Zusatz. Nein. Tja, gut, in dem Fall. Ah, es gibt sicher eine einfachere Lösung. Sechs. Danke für deine Hilfe. Und es ist eine gute Idee gewesen. Und zwar, ich bin der Meister. Ah. Ja, darum spielen wir zusammen, weil einer allein kann sehen. Ja, das geht schon 13 Jahre so. Nein, mehr, was haben wir gesagt? 17? 17 Jahre geht das schon. 16 oder 17? 2000 oder 2001, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war 2000 gewesen. Ja.
So ums Millennium herum. Ja. Stimmt. Es hat einen Millennium-Bug gegeben. Es ist die Tatsache, dass ich den Raffi kennengelernt habe.